Jetzt fahren wir weiter im Programm. Ich rufe auf den nächsten Punkt der Tagesordnung. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, sechstes Gesetz zur Änderung des Kirchensteuergesetzes 2022-01 zu 2020-71. Berichterstatter ist der Kollege Daniel May. Bitte sehr, hast du das Wort. Herr Präsident, die Beschlussempfehlung lautet, der Kulturpolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf unverändert in zweiter Lesung anzunehmen. Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, Freien Demokraten, DIE LINKE, eine Stimme der AfD gegen zwei Stimmen der AfD. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Dann eröffne ich die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Lichert, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, werte Kollegen! Der vorliegende Gesetzesänderungsantrag hat nicht das Zeug zum Krimi. Im Gegenteil. Es handelt sich um einen eher technischen Vorgang, man könnte fast sagen einen langweiligen Vorgang. Dennoch findet der Gesetzentwurf nicht die Zustimmung der AfD-Fraktion, bis auf eine Ausnahme. Sie haben es gerade gehört. Und ich denke, das ist erklärungsbedürftig. Wir können und wollen dieses technische Feintuning nicht mittragen, weil wir das grundsätzliche System der Kirchensteuererhebung nicht mittragen. Ich sehe schon den Vorwurf kommen, die AfD will den Kirchen das Geld wegnehmen, weil diese so tapfer gegen den Rechtspopulismus kämpfen. Das ist blanker Unsinn. Über die Politisierung der Kirchen ließe sich natürlich trefflich diskutieren. Über eine Zivilgesellschaft mit maßgeblicher Beteiligung der Kirchen, die sich als erweiterte PR-Abteilung der Regierung andient, vom Staat maßgeblich finanziert wird, und das ist schließlich alles andere als zivil. Auch darüber ließe sich diskutieren. Das ist aber hier nicht der Punkt. Der Punkt ist vielmehr, dass die Kirchensteuer in ihrer heutigen Form ein immer größeres Legitimitätsproblem hat. 1990 waren noch 72% der deutschen Kirchenmitglieder, trotz der weitgehenden Entchristianisierung der DDR. 2018 waren es gerade noch 52%. Trotzdem wachsen die Kirchensteuereinnahmen. Deswegen frage ich Sie, wie weit muss denn die Kirchenmitgliedschaft und damit die Steuerzahlerschaft noch abnehmen, bevor wir diese Debatte führen? Es gibt den schönen Satz, die bisherige Kirchensteuer ist durch ein kircheneigenes Beitragssystem zu ersetzen. Na, Kollegen von der FDP, na gut, Sie waren wahrscheinlich damals noch nicht so ganz auf Ballhöhe. Der stammt aus einem FDP-Kirchenpapier von 1974. Aber es kam natürlich wie immer, die FDP ist umgefallen, und diese Forderung hat sie dann fallen lassen. Steuern dienen der Finanzierung der staatlichen Ausgaben, und diese sollen natürlich dem Gemeinwohl dienen. Das trifft ja wohl einigermaßen unstrittig auch auf viele kirchliche Aufgaben zu. Ich möchte diese mal grob in drei Kategorien fassen. Es gibt das kirchliche Kerngeschäft, Gemeindearbeit, Gottesdienst etc. Daneben gibt es den sehr großen sozialen Bereich, Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten, andere soziale Einrichtungen. Und natürlich gibt es auch einen großen kulturellen Bereich, die diversen Kirchen, Klöster, Gebäude und nicht zu vergessen sogar die Kirchenmusik. Soziales und Kultur sind durchaus gemeinwohldienlich, zumindest potenziell. Und daher sollten sie auch zukünftig maßgeblich aus dem Steueraufkommen finanziert werden. Das ist unstreitig, aber eben ohne den Durchlauf aller Hitzer der Kirchenbürokratie. Caritas und Diakonie gehören zu den größten Konzernen im Sozialbereich, beschäftigen über 1,2 Millionen hauptamtliche Mitarbeiter. Und auch hier stammt das Geld in der Regel von der öffentlichen Hand, also aus dem Steueraufkommen oder den Sozialabgaben. Kirchliche Einrichtungen als Dienstleister des Staates, wenn das da funktioniert, warum soll das nicht auch in den anderen Bereichen funktionieren? Oder anders gefragt, wenn diese Leistungen gemeinwohldienlich sind und der Allgemeinheit zugutekommen, wie ist es dann zu rechtfertigen, dass sie nur von den Kirchenmitgliedern mit ihren Kirchensteuern bezahlt werden? Die Kirchensteuer und ihre grundgesetzliche Grundlage feierten übrigens letztes Jahr 100-jährigen Geburtstag. Wie das, werden Sie vielleicht fragen. Ganz einfach. Die entsprechenden Grundgesetzparagraphen entstammen nämlich der Weimarer Reichsverfassung von 1919.
Das war vielleicht auch einer der Gründe, warum die Feierlichkeiten zum Geburtstag eher überschaubar euphorisch waren. Aber wie viele andere Gesetze über mehrere Milliarden Euro jährlich kennen Sie, die 100 Jahre alt sind und die unhinterfragt ständig fortgeschrieben werden? Das kirchliche Kerngeschäft allerdings, das kann und muss ausschließlich von den Mitgliedern finanziert werden. Aber auch hier gibt es genügend Beispiele, nämlich die Freikirchen und freien Gemeinden. Vielleicht ist es ja kein Zufall, dass gerade dort, wo die Gemeinden von den zahlenden Kunden abhängig sind, die Gottesdienste deutlich voller sind, dank vieler junger Familien eine sehr lebendige Kinder- und Jugendarbeit stattfindet. Man vergleiche das einfach einmal mit einem otto-normalen Gottesdienst in einer Landes- oder katholischen Kirche. Es geht also auf Basis freiwilliger Beiträge. Zum Schluss lassen Sie uns noch einen Blick auf die Chancen einer alternativen Kirchenfinanzierung werfen. Dazu hören wir auf Papst Benedikt XVI. Der beklagte nämlich, es gebe in Deutschland eine Macht der Bürokratien, eine Theoretisierung des Glaubens und einen Mangel an lebendiger Dynamik. Ich glaube, er wusste sehr gut, wovon er spricht. Und damit komme ich auch zum Schluss, nämlich auf einen schönen Satz von Viktoria Samp, die schrieb vor zwei Jahren auf Card.net: Kirche, befreie dich von den Privilegien und werde wieder zur authentischen Verkünderin des Evangeliums in Wort und Tat. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lieschert. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Lieschert, ich sage einmal so, wenn ich nicht schon lange Jahre der evangelischen Kirche angehören würde, nach dieser Rede wäre ich eingetreten. Das kann ich Ihnen nur sagen. Nach dieser Rede wäre ich eingetreten. Ja? Um das einmal klar sozusagen und deutlich abzugrenzen. Auch wir als LINKE haben natürlich bestimmte Forderungen. Und ich will auch darauf hinweisen, dass das Grundgesetz ja die Trennung von Kirche und Staat festlegt. So. Allerdings genießen insbesondere christliche Kirchen auch besondere Vorzüge, und um die geht es ja zum Beispiel, nämlich um das Erheben von der Finanzämter der Kirchensteuer, die dann auch mit einem entsprechenden Beitrag, Verwaltungsbeitrag reduziert, an die katholische und an die evangelische Kirche abgeführt wird. Wir als LINKE setzen uns für Religionsfreiheit aller in Deutschland lebenden Menschen ein. Da sind wir schon einmal ganz unterschiedlich zu Ihnen. Dazu gehört es, dass keine Religion staatlich bevorzugt und keine benachteiligt wird. Gleichzeitig erkennen wir die Bedeutung und die gesellschaftliche Verankerung der Religion aber an. Denn eine Trennung zwischen Kirche, Staat und Religion heißt für uns auch, dass die Religionen gleichberechtigt ausgeübt werden können und dürfen. Und dazu gehört für uns auch, dass religiöse Vereinigungen soziale und kulturelle Aufgaben ausfüllen und staatliche Förderung für all diese anderen Verbände auch erhalten und erhalten dürfen. Wir begrüßen es deshalb, dass die katholische und die evangelische Kirche von ihren Mitgliedern keine finanziellen Vorteile aus den Säumniszuschlägen, die bei verspäteter Abgabe von Steuererklärungen durch die Finanzämter erlassen werden, erhalten und erlangen möchten und stimmen deshalb der Gesetzesvorlage zu. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat die Frau Abg. Schleenbecke, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Anwesende! Nachdem wir uns im Kulturpolitischen Ausschuss darauf verständigt hatten, keine Anhörung zu dieser kleinen und von den Kirchen gewünschten Anpassung des Hessischen Kirchensteuergesetzes abzuhalten und im Ausschuss zumindest große Einigkeit herrschte, war ich etwas verwundert, dass wir hierzu eine erneute Aussprache auf der Agenda haben. Allerdings scheint jeder Tagesordnungspunkt mit kirchlichem Bezug einige dazu anzuregen, gegen Religionsgemeinschaften zu ätzen. Und auch hier wurde einmal sehr deutlich, dass die AfD Organisationen die Gemeinschaft stiften, die sich für Schwache einsetzen
und sich den rechten Hetzern entgegenstellen, schleifen will. Und ich möchte dem ein Wort aus Levitikus 19 entgegenstellen. Da heißt es in Vers 33 und 34, wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten, und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Diesem Auftrag kommen unsere Kirchen gemeinsam mit vielen anderen gesellschaftlichen Akteuren nach. Und dafür sind wir allen, die sich tagtäglich für ihre Mitmenschen einsetzen, ganz explizit dankbar. Diese Vorstellung, dass man seine Nächsten und auch Fremde lieben soll wie sich selbst, ist einer der Grundpfeiler des christlichen Glaubens. Und gegen diesen spricht sich die AfD immer und immer wieder explizit aus. Das lassen wir so nicht stehen. Und wie wir auch gerade wieder einmal gehört haben, auch wenn wir nur über eine technische Anpassung eines Steuergesetzes reden, hier heute Abend, versucht die AfD wieder zu spalten und greift die Grundüberzeugungen des allergrößten Teils der Bevölkerung an. Die historischen Werte des Abendlandes werden von dieser Partei sogar in Debatten, die sich eigentlich um Steuergesetze drehen, letztendlich mit Füßen getreten. Wir machen das nicht mit, und wir werden immer wieder darauf hinweisen, dass das eigentliche Interesse dahinter ist, die Werte unseres Landes zu untergraben, zu spalten und auszugrenzen. Der Änderung des Kirchensteuergesetzes wird die Fraktion zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Tobias Utte, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich eine Kleinigkeit nur. Die Kirchen erweisen sich großzügig. Sie wollen auf den Verspätungszuschlag, den das Steuerrecht jetzt vorsieht, verzichten und haben deshalb gebeten, dass man eine Änderung im Kirchensteuerrecht vornimmt, nicht nur bei uns, sondern in allen Bundesländern. Die meisten haben es schon gemacht. Und eigentlich wäre es nicht einmal eine Aussprache wert, darüber zu reden. Die AfD hat auf eine Aussprache bestanden, nicht etwa, weil sie zu diesem Gesetz sprechen will. Ja, Sie haben das Recht, über alles zu reden. Nur man darf Ihnen vielleicht einmal sagen, das war das falsche Thema, stand nicht auf der Tagesordnung. Es ist der falsche Ort, das hier ist keine Kirchensynode oder eine Bischofskonferenz. Und es ist das falsche Publikum, denn hier sind die Abgeordneten des Landes Hessen zusammen und nicht etwa Synodale oder andere Vertreter einer Kirche oder Religionsgemeinschaft. Wie eine Religionsgemeinschaft ihre Mitglieder an den Kosten beteiligt, ist deren Sache. Ob es klug und weise ist, dies mit einer Kirchensteuer zu tun, mit einer freiwilligen Abgabe oder mit anderen Mitteln, das ist die Entscheidung der Religionsgemeinschaft. Wir als Land, wie übrigens die anderen Länder auch, sehen einen gemeinsamen Vorteil darin, dass z. B. unsere Steuerverwaltung behilflich ist bei dem Einziehen der Kirchensteuer. Wir haben da selbst etwas davon, denn wir bekommen da einen Verwaltungsbeitrag der Kirchen. Die Kirchen haben etwas davon, weil sie ersparen sich eine aufwendige Steuereinzugsbehörde. Also eine Win-Win-Situation. Dass die Tätigkeit der Religionsgemeinschaften in unserem Land gut tut, und das gilt für alle Religionsgemeinschaften,
Davon sind wir als CDU sehr überzeugt. Denn die Kirchen, Religionsgemeinschaften leisten einen wesentlichen Beitrag, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten. Die Religionsgemeinschaften leiten ihre Mitglieder an, für den Nächsten, für andere Menschen da zu sein und sich für die Gemeinschaft einzusetzen. Dazu gibt es keine Verpflichtung, sondern es ist etwas Freiwilliges. Und die Menschen dazu zu motivieren, das ist doch der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Und dafür sind wir dankbar und unterstützen Religionsgemeinschaften. Und bei allem, was formal zu sagen wäre über die Kirchensteuer, ist mir eins noch wichtig. Die Kirchensteuer ist ja nicht das Einzige. Die große Mehrzahl der Kirchenmitglieder zahlen nicht nur ihre Kirchensteuer, sondern darüber hinaus spenden sie auch noch besonders für Zwecke, wohltätige Zwecke, die dem Nächsten zugutekommen. Und das ist noch eine zusätzliche Leistung, die sie machen, um unserer Gemeinschaft, um unserem, ja, unserer Gesellschaft zu dienen. Diesem kleinen Gesetz zur Kirchensteuerrecht können wir natürlich zustimmen. Und die grundsätzliche Frage des Verhältnisses von Staat und Kirche wird davon heute nicht berührt. Vielen Dank, Kollege Tobias Utter. Das Wort hat der Abg. Frank Thilo Wische, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Kirchengemeinden und religiösen Gemeinschaften, die als Körperschaften des öffentlichen Rechts nach dem Kirchensteuergesetz Hessens ihre Steuer erheben, und das sind in Hessen, ich weiß nicht, ob Sie die alle so im Blick hatten, die evangelische Kirche, die katholische Kirche, die Altkatholiken, die jüdische Gemeinde Frankfurt, die jüdischen Gemeinden beim Landesverband, die freireligiösen Offenbach und die freireligiösen Mainz, das sind die, die hier betroffen sind. Sie haben sich zu der aufgeworfenen Frage eines Verspätungszuschlages komplett einmütig ablehnend Stellung bezogen. Sie legen dar, dass in dem Fall, dass eine gesonderte Kirchensteuerveranlagung notwendig wird, und das ist ja nur in einem kleinen Fall überhaupt gegeben, dass man die säumig Zahlenden nicht so behandeln will, wie der Staat das bei seinem Steuereinzug geregelt sehen will. Ich finde, verehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist ein schönes Beispiel für die Trennung von Kirche und Staat, quasi beispielhaft, insofern die Kirchen eine staatliche Praxis eines Verspätungszuschlages nicht in einem Automatismus übernehmen wollen. Es wird offensichtlich, dass die Vorstellung hinter dem Begriff Steuer zwischen Staat und Kirche sich an dieser Stelle unterscheidet. Mir ist jetzt kein Grund ersichtlich, warum sich der Staat, der in diesem Fall eine Dienstleisterfunktion übernommen hat, in Hessen mit 3% Gebühren belegt, diesem Ansinnen verweigern sollte. Und darin sind wir uns ja auch eigentlich fast komplett einig. Und das ist gut so. Ich habe natürlich auch gegrübelt heute Abend, gestern Abend und heute Nacht ein bisschen, was der Redebedarf im Hessischen Landtag jetzt sein könnte heute in dieser Angelegenheit. Ich bin ein fantasiebegabter Mensch. Ich hatte eine Ahnung, dass man vielleicht die Grundsatzfrage über Unsinn und Sinn der Kirchensteuer aufruft. Ich habe mich nicht getäuscht. Ich hatte auch eine Ahnung, wer die Frage aufwirft. Auch darin habe ich mich nicht getäuscht. Und ich bin ein bisschen dankbar dafür. Ich bin dankbar, weil es hilfreich ist. Es ist hilfreich, dass sich langsam aber sicher ein Bild mit großer Klarheit zeichnet, das, finde ich, für alle in diesem Land sichtbar aufgehängt werden sollte. Ich schlage Ihnen für Ihren nächsten Wahlkampf vor Plakate, auf denen zu lesen steht, Schluss mit den großen Religionsinstitutionen, wir räumen die Altkirchen weg. Das wäre etwas, was, glaube ich, in einer Linie liegt, die sich hier langsam abzeichnet. Wie komme ich darauf? Ich erinnere an die Debatte zum Religionsunterricht, in der Sie die Abschaffung des konfessionellen RU, die ja grundgesetzlich verankert ist, hier in diesem Haus gefordert haben. Nun folgt die Forderung nach der Abschaffung der Kirchensteuer. Ich sage einmal, es entwickelt sich ein Bild, und man kann das ja alles vertreten. Man kann es, aber dann sollte man es offen und klar sagen, den Menschen im Land. Und ja, das sehe ich ein bisschen anders. Und ich glaube, wenn Sie so deutlich auftreten, wie Sie die Kirchen nicht mitnehmen wollen, in dem, wie Sie sich Gesellschaft vorstellen, ist das eine wichtige Erkenntnis für Ihre Wählerschaft, die sicherlich darüber sich verwundert zum Teil die Augen reiben wird. Deswegen finde ich das sehr hilfreich, dass Sie das hier noch einmal so deutlich machen. Herzlichen Dank dafür. Das
Lassen Sie mich zum Schluss vielleicht noch einmal etwas sagen, wie Sie hier argumentieren, weil es geradezu grotesk ist, wenn man sieht, dass die Kirchensteuer ein Instrument ist der Selbstregulierung einer autonomen Kirche als Ausdruck von Trennung von Kirche und Staat und sich dann hierher stellen und die Kirche beraten über das, was sie mit ihrem Geld tun soll. Das ist sozusagen völlig grotesk. Wie kommen wir in diesem Haus dazu, die Kirchensteuerausgaben mal kurz irgendwie zu bewerten in einer Einrichtung, die völlig selbst und autonom geregelt dazu die Verantwortung hat? Die Kirchensteuer ist das Ergebnis davon, dass durch die Trennung von Kirche und Staat eine Selbstregulierung in all diesen Aufgaben nötig war. Deswegen zieht sie Kirchensteuer ein. Früher war sie sozusagen als Staatskirche vom Staat alimentiert. Und damit ist die Situation gegeben, dass die Kirche über dieses Geld auch in Autonomie bestimmen kann. Und jetzt die Kirchen zahlen die Bischöfe. Ja? Und wenn Sie an dieser Stelle anfangen, diese Vermischung wieder vorzunehmen, ist es genau das, was Sie eigentlich ablehnen, dass Sie anfangen, in einen Bereich hineinzureden und zu regieren, zu definieren, welches Geld sinnvoll ausgegeben ist, nicht sinnvoll ausgegeben ist. Wo nehmen Sie das Recht her, das aus dieser Position heraus hier zu tun? Das finde ich völlig unangemessen. Von daher ist die Debatte ausgesprochen hilfreich, weil sie noch einmal deutlich macht, dass Sie an dieser Stelle nicht in der Lage sind, die Trennung von Staat und Kirche durchzuhalten. Wenn Sie Ihre Position durchsetzen wollen, fangen Sie an, ideologisch in etwas hineinzuregieren, was Ihnen vielleicht nicht passt, wie es bei den Kirchen geschieht, aber was nicht in Ihrer Zuständigkeit ist. Und dieses Gesetz macht deutlich, dass wir das in einer guten, sauberen Weise in diesem Land getrennt haben über das Kirchensteuergesetz. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir dem so zustimmen, wie die Kirchen sich das wünschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Lenders von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Eigentlich war es einmal parlamentarischer Brauch in diesem Hause, dass, wenn eine Gesetzesgrundlage hier ist, die Konsens hat, und dass wir uns auch dann wirklich eng an diesem Gesetz abarbeiten und nicht eine allgemeine politische Debatte über ein komplett anderes Thema aufmachen. Meine Damen und Herren, also wir sehen jetzt auch hier, dass die AfD 70 Jahre Parlamentarismus quasi auf den Kopf stellt. Die Geflogenheiten, wie wir im Parlament miteinander umgehen, dazu nutzt, eine Generaldebatte zu führen zu einem Thema, was nicht auf der Tagesordnung steht. Wir stellen uns gerne dieser Debatte, meine Damen und meine Herren von der AfD. Sie müssen aber dann auch hier rausgehen und nicht nur in 5 Minuten sagen, dass Sie die Kirchensteuer ablehnen, sondern auch einmal irgendwo Antworten liefern, wie Sie die Aufgaben weiterfinanzieren wollen, die die Kirchen gerade im sozialen Bereich denn wahrnehmen. Dann müssen Sie einmal sagen, wie Sie denn Ihre Vorstellung haben, wie denn das finanziert werden soll. Man kann diese Grundsatzdebatte hier nicht in 5 Minuten führen. Und deswegen lehne ich es auch weiter ab, mit Ihnen über diesen Inhalt hier zu reden. Und wir sollten zur Abstimmung kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Lenders. – Für die Landesregierung spricht Prof. Dr. Lörz. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich gebe ehrlicherweise zu, ich bin von dieser Debatte auch ein wenig überrascht. Als wir diesen Gesetzentwurf eingebracht haben, damit einem Wunsch der steuerhebenden Religionsgemeinschaften folgend, gehe ich eigentlich auch davon aus, also das sei einer der wenigen Fälle, wo man mal ein Gesetz wirklich zur Zufriedenheit aller Beteiligten verabschieden kann. Dass daraus hier die grundsätzliche Debatte aufgemacht wird über das Verhältnis von Kirche und Staat, ist in der Tat, passt erstens nicht zum Thema und ist zweitens in 5 Minuten nicht zu leisten. Aber vielleicht ergibt sich da noch eine andere Gelegenheit. Auch ich führe diese Debatte sehr gerne. Ich führe sie deswegen sehr gerne, und diese paar Sätze will ich dann doch sozusagen zur Skizzierung einer Antwort mit unterbringen. Weil ich glaube, dass das deutsche Staatskirchenrecht in seiner in der Welt wirklich einzigartigen Ausgestaltung auch einzigartige Vorzüge bietet, die natürlich auch nur aus unserer Geschichte erklärbar sind. Das ist nichts, was sich auf andere Länder übertragen lässt. Aber wir sind, glaube ich, gut beraten, wenn wir uns der Besonderheiten und auch der Vorzüge dieses Systems bewusst bleiben
und nicht vorschnell und deswegen auch nicht leichtherzig darüber diskutieren, dass man das doch einmal alles über Bord werfen könnte. Die Kirchensteuer ist ja nur ein Teil dieses ganzen Komplexes. Was hier mit Sicherheit demnächst von Ihnen wieder aufgerufen werden wird, ist der konfessionelle Religionsunterricht. Auch das ist ein wunderbares Beispiel, weil er einen Mittelweg steuert, mit dem wir sowohl die Gefahr des Laizismus vermeiden, nämlich die Illusion, man könne einfach das Religiöse aus der staatlichen Sphäre verbannen, und dann würde es keine Probleme mehr geben, als auch natürlich die entgegenteilige Gefahr einer Identifikation des Staates mit einer bestimmten Kirche oder einer bestimmten Religionsgemeinschaft. Aber das lasse ich mal für die Debatte über den Religionsunterricht. Was die Kirchensteuer anbetrifft, diese Debatte kennen wir auch. Die macht sich natürlich an dem Wort Steuer fest. Das klingt dann nach zwangsweise vom Staat irgendwie von oben oktroyiert. Und deswegen, ja, muss man sich auch noch einmal dieses besonderen Charakters dieser Geldleistung bewusst bleiben. Der Staat, das ist hier schon gesagt worden, fungiert insoweit als Dienstleister. Er stellt seine Steuerverwaltung zur Verfügung. Das tut er aber auch nicht kostenlos, sondern dafür bekommt er ein entsprechendes Entgelt. Das ist im Prinzip ein ganz normales Geschäft, auch Gegenseitigkeit, das einfach für beide Seiten das Leben erleichtert. Und sie bleibt aber trotzdem eine freiwillige Leistung. Denn niemand ist gezwungen, Mitglied einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft zu sein. Das bleibt die individuelle Entscheidung eines jeden. Und das Einzige, was wir mit dem Kirchensteuergesetz machen, ist, dass je nachdem, wie diese individuelle Entscheidung ausfällt, dann auch klar ist, was daran sich möglicherweise für monetäre Folgen knüpfen. Und deswegen ist dieser Gesetzentwurf, und das will ich dann doch sagen, ein wunderbares Beispiel dafür, dass das wirklich auch eine autonome Entscheidung ist. Die Kirchensteuer hängt eben nicht, berechnungstechnisch ja, aber ansonsten hängt sie eben nicht an der Einkommensteuer dran. Deswegen gibt es auch keine Automatik, beispielsweise in Sachen Säumniszuschläge. Die Automatik ist durch eine Änderung der Abgabenordnung entstanden. Und deswegen ist es jetzt hier die souveräne, die autonome Entscheidung der Kirchen, der steuererhebenden Religionsgemeinschaften zu sagen, und da müssen Sie halt technisch den Staat bitten, das zu machen, das sozusagen zu bereinigen, weil, und das ist die interessante Information, die darin steckt, weil nämlich die steuererhebenden Religionsgemeinschaften Druckmittel, Sanktionen und Strafen als mit dem Wesen dieses Beitrags unvereinbar erachten. Das ist ja letzten Endes die Triebfeder, wo dieser Wunsch der steuererhebenden Religionsgemeinschaften herkommt. Und wenn Sie mir gestatten, das vielleicht auch ein bisschen selbst als evangelischer Christ aus christlichem Geist zu kommentieren, dann würde ich sagen, die Kirchen bewegen sich damit gut auf der Linie des 103. Psalms, in dem es ja so schön heißt, der Herr ist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte. Und Achtung, er wird nicht immer rechten und nicht ewig trägt er nach. Das soll keinen Freibrief darstellen, mit der Zahl der Kirchensteuer säumig zu bleiben. Und deswegen mag man sich auch das Zitat des Apostels Paulus im Römerbrief zu Herzen nehmen. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, Steuer, wem ihr Steuer schuldet. Niemandem bleibe etwas schuldig, außer, und das sollten wir vielleicht auch häufiger beachten, der gegenseitigen Liebe. Darum mögen alle steuerpflichtigen Gläubigen sich ermuntern lassen, auch weiterhin ohne Sanktionen pünktlich ihre Kirchensteuer zu entrichten, und das am besten noch mit einer gewissen Leichtigkeit des Herzens. Denn wie heißt es im 2. Korintherbrief von eben diesem Paulus auch, Gott liebt einen fröhlichen Geber. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister Lotz. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Deswegen können wir über den Gesetzentwurf ein bisschen mehr Ruhe. Wir wollen jetzt abstimmen. Ich würde jetzt gerne abstimmen über den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein 6. Gesetz zur Änderung des Kirchensteuergesetzes. Wer für den Gesetzentwurf ist, bitte ich ums Handzeichen. Das ist die Fraktion der Freien Demokraten, der CDU, der Grünen, der SPD und der Linken. Wer ist dagegen? Das ist die AfD-Fraktion. Enthaltung gibt es dementsprechend keine. Damit ist der Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben.